Source-Quellen berichten, dass der CIA über was, dass der CIA, der, echt tolles Deutsch, der Gerät, oh, okay, jetzt mache ich der Gerätstimme, dass der CIA über unsere Lebensversicherung bestens im Bilde ist, aus alle AU0R eines unseren Versicherungs, was, Policen sind an ihrem Platz und stehen bereit, am Tag des Schweigens eingelöst zu werden. Wir brauchen keine weiteren Exemplen. Jede weitere Aktion muss der Angriff selbst sein. Wie viel kommt da noch an? Nicht mehr viel. Und soweit ich gehört habe, funktioniert's. Sadone scheint unverwundbar geworden zu sein. Selbst von den Amis kontrollierte Medien zeigen ihn als Helden. Und er ist B. Okay. Gut, gehen wir zurück. Und es ändert sich nichts von der Qualität her, von meinem Videoaufnahmeprogramm. Ja gut, ich glaube, ich beende mal kurz mein Videoaufnahmeprogramm und starte gleich wieder neu. Oder beziehungsweise jetzt dauert nur eine Sekunde, ihr werdet es nicht merken. Okay, ich hab's jetzt gemacht. Oh Gott, aber es leckt immer noch so sehr. Warum? Wisst ihr was, ich mach's jetzt nochmal und leck. Ich schließe ein paar Anwendungen. Bis gleich. So, ich habe jetzt ein paar Anwendungen geschlossen. Ach, sehr schön. 40 FPS, so stelle ich mir es vor. Halt still. Stillhalten. Stillhalten. Nein! Mich wundert, dass wir keine Sicherheitsstufe bekommen haben. Hatten wir nochmal Glück gehabt. Im Unglück. Glück im Unglück. So, ich habe mein Mikrofon ein bisschen weiter zurückgesetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen... ja, wie nennt man es, Kraxel bei den, wenn ich zu laut rede. Ist auch nicht so besonders cool, ne? Und wir hätten die Flasche eigentlich verwenden können, aber egal. Jetzt haben wir es halt auf die übliche Weise gemacht, und zwar mit Abschießen. Ist doch zum Schießen, oder? So, gehen wir mal da hoch. Ich frag mich, wo es lang geht. Hier ist ein Zelt, ein PKW und weitere Zelte. Naja. Körper, toll. Und hier ist ein Seil. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Yippie. Ab in den nächsten Abschnitt. Nächster Abschnitt? Jawohl. Nächster Abschnitt. Da habe ich es mir doch gedacht. So, folgen Sie Sadon und hören Sie seine Gespräche ab. Yay, unsere Sicherheitsstufe ist weg. Bleibt Sadono. Er ist im Lager. Wir müssen ihn ausfindig machen und uns an ihn ranhängen. Denk dran, er darf dich nicht entdecken. Pandora Tomorrow? Sieht so aus. Wir konnten seine täglichen Kontrollanrufe nicht von hier aus anzapfen. Also musst du rein und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Für Sadonos Leute gilt Fifth Freedom, aber lass dich nicht blicken, bevor du den Anruf hast. Infos auf deinem Offset. Kein Problem, aber zunächst mache ich ein Save wieder. Ganz einfach 52, weil es das fünfte Level ist und der zweite Save vom fünften Level. Also 5-2. Nur zur Erklärung. Für die, die sich Let's Play noch nicht vom ersten Part an anschauen. Oh, okay. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wieder ein tricky Punkt in diesem Spiel. Da ist Sadono. Hi Sadono. Wie geht's? Den Umständen entsprechend. Alles läuft bestens. Mehr nicht? Mehr habt ihr nicht zu quatschen. Oh, seid ihr langweilig. Hättet doch einen kleinen Smalltalk machen können, oder was? Ah. Okay, ich muss auf das Licht sehr extrem aufpassen. Wenn die mich jetzt erwischen, bin ich gefickt. Ja, okay, ich wollte es nicht sagen. Ich sollte vielleicht ein paar Giga F-Tasten installieren und für das Gefühl ein zensiert Ton nehmen. So ein Piepston. Ich glaube, das mache ich beim nächsten Part. Ich versuche das jetzt mal im nächsten Part irgendwie zu machen. Kommt sicher ganz gut an. So, ich komme hier vorbei. Jetzt fängt es wieder zum Lecken an. Nee, geht's nicht weiter. Schade. Nein! Oh. Hey, für dieses Spiel braucht man extrem viel Nerven und Geduld. Okay. Und um es zu let's playen, braucht man extrem viel Nerven,
Geduld und ein gutes Aufnahmeprogramm, das nicht leckt. Gott, warum leckt der Scheiß? Das stelle ich mir echt in jedem Let's Play. Warum leckt das Spiel jetzt so? Fackel. Ich glaube, die können wir verwenden. Ich probiere es mal. Yay! Und? Funktioniert's? Ey, passt auf, ja, eure Häuser können dadurch anfangen zum Brennen, wenn hier jetzt so ein offenes Feuer rumbrennt. Ein FPS, das ist ja mir wieder... So, okay. Ich schnappe mir jetzt... Ich habe jetzt wieder ein bisschen kurz pausiert. Ich glaube, das mache ich jetzt immer, wenn es anfängt zum Laggen. Schiems Laggets, so. Sadono darf sie nicht entdecken. Wir dürfen alles machen, außer der Wichslappen entdeckt uns. So, und du flachst dich hier mal hin, ja? Einfach mal so. Hier ist es schön, voller Viecher. Okay. Sind hier noch welche? Sieht nicht so aus, aber ich sollte trotzdem aufmerksam sein. Ja, die Fackel können wir wieder mitnehmen. Ach, cool. Ist ja wie Minecraft. Oh Gott, safe. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. Hier kann ich mich sehr leicht versafe sehen. Gut, dass ich hier einen großen Safe gemacht habe und hier sollte ich mich nicht so offen zeigen. Ich glaube, hier bleibe ich. Lag. Ich habe ein paar Anwendungen geschlossen. Warum leckt das Scheiß immer noch so sehr? Lag. Was machst du, Fischer? Die Mission ist gelaufen. Sag's nicht mir, das war der Lag. Ich schiebe jetzt alles auf den Lag. Ich schieb jetzt alles auf den Lag. Oh, ich finde die Musik so lustig. So lustig nicht, sondern so so episch. Episch? Nee, nicht episch, sondern einfach nur lustig. Nein, ich meine natürlich cool. Ja. Und ein FPS ist auch cool. Ich kann nicht einmal das Quicksave anwählen. Seht ihr das? Seht ihr das? Ach, wie schön. So macht Let's Playen Spaß. Sehr viele Lags. Und ja, erinnere mich fast an mein Star Wars Let's Play. Okay, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich mache mir das Nachtsicht aus. Meistens liegt es ja am Nachtsichtgerät. Neun FPS. Also sorry, dass es hier gerade ein bisschen nicht vorangeht wegen dem Frap. Wegen dem Aufnahmeprogramm. Oh nein, jetzt kann ich gar nicht mehr spielen. Okay, machen wir wieder eine Zeitlupe. Star Wars Let's Play Teil 2. Star Wars The Forge Unleashed 2. So. Nein, geh zurück, Sam, und jetzt leckt sich mehr, juhu, los, Leute, schneller, nicht ins Feuer, entdeck dich, oh Gott. Alter, so kann ich echt nicht spielen, ich versuche jetzt irgendwas zu finden, dass es nicht mehr leckt. So, hier bin ich wieder, ich habe Fraps neu geschaltet und es leckt nicht mehr. Die Frage ist, für wie lange leckt es nicht mehr? Ich habe mein Mikrofon übrigens ein bisschen weiter weggestellt, weil es immer noch gekraxt hat, habe ich gemerkt. Nicht gut. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Nicht gut! Was machst du, Fischer? Deine Mutter! Ich mache deine Mutter. Deine Mutter. Halt still. Danke. Wow, ja, da staunt der Hund. Wow. Lalala. Leichen rumtragen. Das ist der Leichenrumtrage-Simulator 2012. Und dieser Witz wird auch nie alt, glaube ich zumindest. Wahrscheinlich ist er schon uralt und ihr langweilt euch zu Tode, wenn ich das erwähne. Ist hier oben eigentlich was? Vielleicht sind da oben ein paar Waffen oder sowas.
Mal schauen, ich glaube, ich schaue dann jetzt mal nach, was da oben ist. Erstmal lege ich den zu seinem toten Kollegen. Vielleicht soll ich sie noch ein bisschen beerdigen. Ehrenbestattung. Nee. Können sie knicken. Die haben mich auch nicht beerdigt, wo sie mich abgeknallt haben. Moment, die haben mich gar nicht abgeknallt. Egal, ich mach's trotzdem nicht. Rein aus Prinzip her. Und der Hund draußen bellt gerade. Könnt ihr vielleicht hören, falls ihr ein gutes Ohr habt. Der bellt immer um diese Uhrzeit, nämlich 23.04 Uhr. Ja, ja. Ist hier noch jemand? Hui! Das sieht nicht so aus. Ich darf mich nicht versafe sehen. Aufpassen. Irgendwelche Schwierigkeiten? Sicher. Sadono ändert den Eingangscode zweimal täglich. Er schreibt ihn nicht auf, sondern teilt ihn mündlich seinen drei Offizieren mit. Also schnappe ich mir einen und bringe ihn zum Reden? Nein, geht nicht. Wir dürfen Sadono nicht so in Panik versetzen, dass er seinen Anruf vergisst. Benutze die Haftkamera, um die Unterhaltung mitzuschneiden. Einzelheiten auf dem Offset. Du kannst die Haftkamera benutzen, um den Code herauszufinden. Sehr gerne, und es fängt wieder zum Laggen an. Alter, geht mir das auf den Kiefer? Gerade erfunden. Copyright bei Kevin B. Ich werde jedes Video melden, was diesen Spruch verwendet. Wie RTL halt, ne? Also, sagt niemals in eurem Video, was zum Kiefer. Oder? Ne, was hab ich gesagt? Egal. Kurzzeitgedächtnis halt. Ach komm, leck. Nerv mich nicht. Bitte, du nervst. Mach mir Eis. Eis. Ah. Was nervt denn? Eis. Herr Tutorial auf Drogen. So. Wie läuft's? Sehr gut. Wir liegen vor dem Zeitplan. Bei was? Dem Produkt. Wir treffen uns heute Abend. Ich möchte die Verteilung der Waffen überprüfen. Ich werde da sein. Gut. Der Code für das Hauptquartier lautet heute 1492. Kannst du dir das merken? 1492. Alles klar. Ja, Ende, jetzt aber Ende. Anrufe. Gut. Du musst dort sein, um ihn anzuzapfen. Folge ihm. Würde ich gerne machen, wenn es nicht so lenken würde. Fraps plant eine Verschwörung gegen mich. Irgendwie sage ich das in diesem Let's Play viel zu oft. Das ist überhaupt nicht gut, wenn ich so oft mache. Oh mein Gott. 10 FPS. Wie langweilig. Wie schalte ich den jetzt aus? Was soll das? Was machst du da? Dein Schnürsenkel kannst du später zubinden. Erst nachdem ich dich abgeknallt habe, wenn es geht mit diesem Leck hier. Das hat sogar geklappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, sorry, dass ihr das jetzt so sehen müsst mit 5 FPS. Aber ich kann es nicht ändern. Na, jetzt komm mal mit. Scheiße, wie heißt der Code nochmal? Ich habe ihn vergessen. Wahrscheinlich habe ich ihn mir irgendwo aufgeschrieben. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Das ist unglaublich. Das ist ja fast so schlimm wie die Qualität von Fraps. Oh! Jetzt habe ich Fraps beleidigt. Jetzt, ich wette, Fraps stürzt jetzt ab. Na, Fraps, komm, zeig mir, was du drauf hast mit deinen paar Fraps. FPS meine ich. Wow, 10 FPS. Mehr hat Fraps nicht drauf. Unglaublich. Unglaublich. Wow, jetzt hat er sich auf 11 FPS hochgerappelt. Das ist ja mal wunderbar. Naja. Und 3 FPS, das zeigt Fraps langsam seinen Zorn gegen mich, weil ich ihn gedisst habe. Ich hab voll gedisst, ey! Okay, wenn ich drei Dinge beim Let's Plays hasse, ist es A.
Okay, ich sage euch mal die Top 3 der Dinge, die ich bei Let's